magisches Haustier Morphin kann sich in alles verwandeln, was ich will. Nicht mitmachen? Na klar, oder Orphel? Ja! Als nächstes machen wir ein Wettrennen zur Baustelle. Los geht's! Weißt du, du wärst viel schneller mit einem Raketenbooster. Machen wir ein Rennen zum Krankenhaus. Okay, los geht's. Morphel, mach dir Beine, sodass du springen kannst. Morphel, mach dir Roboterbeine. Machen wir ein Rennen zur Bergspitze. Los geht's. Morphel, mach dir Flügel, sodass wir fliegen können. Wir können drüber fliegen. Orphel, mach dir Hubschrauberflügel. Wir haben gewonnen, Orphel. Ja! Guck mal, da ist Papa. Machen wir ein letztes Wettrennen zu Papa. Ja, auf die Plätze, fertig, los! Morphel, verwandle dich in einen Schlitten mit Boostern. Wow, Morphel, verwandle dich. Mach einfach, was die machen. Wow! Ha! Wir haben ein Wettrennen zu dir gemacht. Wer hat gewonnen? Ich bin ziemlich sicher, dass ihr gleich schnell wart. Wow! Na dann lasst uns nach Hause rasen. In meinem Auto. Das ist meine neueste Erfindung. Ah, was macht sie? Sie ist ein Superheld, genauso wie du, Morphel. Ich bin hier, um der Stadt zu dienen. Guck mal, er geht in die Stadt, um den Menschen zu helfen. Los, wir folgen ihm. Super. Kommst du mit, Morphel? Ja, Morphel kommt. Thank you.
wunderbar. Feuer erkannt. Feuer löschen. Ist das nicht toll? Roboheld ist so hilfreich. Ja, das stimmt. Morphe auch Held. Oh nein, ich fall runter. Gefahr erkannt. Danke, Morphe. Du hast mich gerettet. Lass den Jungen los. Roboheld muss ihn retten. Ist schon okay. Ich bin schon in Sicherheit. Wenn du den Jungen nicht loslässt, bist du eine Gefahr für die Stadt. Gefahr? Oh je, das ist gar nicht gut. Ich muss Roboheld abschalten. Roboheld abschalten? Du bist eine Gefahr für die Stadt. Morphe, hilf! Bedrohung wird beseitigt. Gefahr erkannt. Habt ihr das gesehen? Ja, es sieht so aus, als hätte er Schwierigkeiten, mit mehreren Problemen gleichzeitig umzugehen. Oh, ich weiß, wie wir ihn besiegen können. Okay, wenn wir so viel Ärger wie möglich machen, weiß Roboheld nicht, was er tun soll und schaltet sich hoffentlich ab. Ich brauche Hilfe. Ich rette dich. Hilfe! Ich werde den Jungen retten. Mit meiner neuen Erfindung mache ich so viel Ärger. So gefährlich. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Nein, hilf mir! Diese Erfindung ist so gefährlich. Zu viel kann nicht entscheiden. Kaputt. Geschafft. Wie schade, dass es mit Roboheld nicht geklappt hat. Aber wer braucht ihn schon? Wir haben ja Morphe. Hi, ich bin Mila und mein magisches Haustier Morphe in alles verwandeln, das ich will. Das besonders magische Süßigkeitenhaustier. Immer noch nicht fertig. Fast. Ups. Sieht so aus, als würden wir dieses Jahr wieder den Halloweenigsten Hauswettbewerb gewinnen, Barky. Ich liebe es, mich an Halloween zu verkleiden. Als was gehst du, Morphe? Ein Häschen ist süß. Versuch doch mal was Gruseligeres. Wow! So gruselig. Jetzt Süßigkeitenjagd. Nachdem wir Papa beim Dekorieren geholfen haben. Morphe will Süßigkeiten. Nicht zu viel, Morphe. So
sonst verlierst du deine Verwandlungsmagie für eine Weile. Marvel hat Angst. Manchmal scheint die Dunkelheit gruselig, aber du brauchst keine Angst haben. Guck mal, mit Licht können wir was sehen und fühlen uns besser. Psychotodesaurus! Es ist nur Orphel. Tut mir leid, Orphel. Wir haben noch keine Süßigkeiten, also können wir dir keine geben. Nicht Süßes? Jetzt gibt's Saures! Ja! Ich bin hier. Saures? Saures! Morphel, verwandle dich in einen T-Rex und erschreck ihn. Danke, Morphel. Du hast mich gerettet. Wir sind die besten Halloween-Banditen. Ja, und es ist nichts gruseliger, als anderen die Dekoration zu klauen. Mit all diesen gruseligen Dekorationen müssen wir einfach den Halloweenigsten Hauswettbewerb gewinnen. Oh, wer ist das denn, Papa? Das ist Candy Ray. Ich glaube, sie mag dich. Ist sie auch ein magisches Haustier? Ja, sie bleibt bei uns, bis wir für sie ein neues Zuhause finden. Oh, ich hätte es fast vergessen. Sagt das Wort Süßes nicht vor Candy Ray. Warum, Papa? Wenn sie euch das an Halloween sagen hört, verwandelt sie alles, was sie sieht, in Süßigkeiten. Ah, Marvel mag Süßigkeiten. Das klingt lustig. Ja, aber nicht, wenn sie dich in Süßigkeiten verwandelt. Nom, 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 leckere Lila. Wir sagen es schon nicht. Ich hänge die Laternen fertig auf und dann könnt ihr mir mit dem Rest der Dekorationen helfen. Hallo, Candy Ray. Ich bin Mila und das ist mein magisches Haustier, Morphel. Morphel, hungrig! Wie wär's mit einem saftigen Apfel? Süßes oder es gibt Saures? Apfelsüßigkeiten! Morphel, was hast du gemacht? Morphel sagen? Süßes! Oh nein, unsere Halloween-Dekorationen sind verschwunden. Sie waren hier und jetzt nicht mehr. Wir werden wohl doch nicht den Halloweenigsten Hauswettbewerb gewinnen. Keine Sorge, Papa, ich habe eine Idee. Wir holen dir mehr. Morphel, hilf Papa! Wir brauchen... Kürbisse. Wo wachsen sie? Auf dem Bauernhof. Vielleicht kann uns Bauer Felipe welche geben. Wir brauchen etwas Schnelles. Morphel, verwandle dich in ein Rennauto. Felipe! Felipe!
schon den ganzen Tag darauf gewartet, jemanden mit meinem Vogelscheuchenkostüm zu erschrecken. Es ist super, Felipe. Du hast uns echt erschreckt. Yay! Halloween ist mein Lieblingsfest. Was kann ich für euch tun? Hast du Kürbisse? Klar, drüben im Kürbisfeld. Es gibt noch jede Menge. Kürbisse! Ihr müsst durch das Maislabyrinth, um dahin zu kommen. Ich zeig euch den Weg. Warte auf uns. Leute? Candy Ray? Es ist Orphel. Süßes oder saures? Was ist los? Orphel hat ein Wort gesagt. Wenn Candy Ray es hört, verwandelt sie alles in Süßigkeiten. Also sie hat mein Maislabyrinth in ein Süßigkeitenlabyrinth verwandelt? Super! Also, was ist das Wort? Muffel, sag nicht! Muffel, verwandle dich auch in einen Riesenroboter. Cool! Das Halloween aller Zeiten. Muffel, vergiss nicht, iss nicht so viele Süßigkeiten. Du hast deine magischen Kräfte verloren, weil du zu viel Süßes gegessen hast. Orphel, warum hast du Candy Ray mitgenommen? Orphel mag Süßes, aber Orphel keine Freunde für Süßigkeiten jagt. Ups. Willst du mit mir mitkommen? Diese Kürbisse sehen toll aus mit all den Dekorationen, die wir geklaut haben. Ja, wir gewinnen jetzt garantiert den Halloweenigsten Hauswettbewerb. Die Banditen klauen alle Kürbisse. Morphel, verwandle dich in einen Hubschrauber. Lass uns diese Banditen fangen. Ah!
Ja. Ja. Nicht in meiner Stadt. Ach, meine Hände sind nicht groß genug. Morphle, verwandle dich in einen Hubschrauber mit richtig großen Händen. Wir müssen sie fangen, bevor alle Kürbisse weg sind. Ich habe eine Idee. Du bist ein Gummibär-Banditstein. Du auch, Bandit Jorn. Hilfe! Ich kann mit diesen Gummihänden nicht steuern. Halt! Ihr seid verhaftet für rücksichtsloses Kürbisabladen. Wir kommen nie rechtzeitig für den Halloweenigsten Hauswettbewerb aus dem Gefängnis, Stein. Ihr kommt direkt ins Gefängnis. Hä? Die Kürbisse sind weg. Warte, Papa nicht helfen? Vielleicht kann April uns zeigen, wie man Dekorationen selbst macht. Sie ist die Beste im Basteln. Hey, April! Morphle, verwandle dich in ein Rennauto, damit wir schnell zu April kommen. Wow! Oh nein. Wow. Sieh nur, was du angerichtet hast. Wir werden nie gewinnen. Fröhliches Halloween, April. Hi, Mila und Morphle. Und wer bist du? Magisches Haustier Candy Ray. Aww. Cool. Hallo, Candy Ray. Weißt du, wie man Halloween-Dekorationen selbst bastelt? Klar, ich kann's euch beibringen. Kommt rein. Meine Bastelmaterialien sind im Keller. Keller gespenstisch! Fühlt sich besser. Ah.
glaube, sie sind hier drin. Vielleicht da drüben. Alle guten Dinge sind drei. Hab ich's doch. Man faltet das Papier so. Dann schneidet man so für die Augen. Und so für einen glücklichen Kürbis. Und so für einen traurigen. Wow! Mal wir versuchen! Gut gemacht! Papa wird sie lieben. Ich klebe sie zusammen. Haben wir genug? Ja, und wir haben immer noch Zeit für Süßes. Ups, ich hatte es vergessen. Was ist los? Candy Ray hat dich in eine Gummibärchen-Meerjungfrau verwandelt mit ihren magischen Kräften. Ach du meine Güte, wir müssen das Papa erzählen. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich rieche schon den Sieg. Wir sind gerade noch rechtzeitig. Papa, wir haben Dekorationen gebastelt. Oh, das ist super. Und ihr habt Candy Ray gefunden. Ich weiß, wir sollten es nicht sagen, aber ich hab's gesagt. Und jetzt ist April eine Gummibär-Meerjungfrau. Oh je, das bist du wirklich, nicht wahr? Marvel hat es auch gesagt. Gut, dass ihr es zugegeben habt. Es ist wichtig, sowas einem Erwachsenen zu sagen, bevor es noch schlimmer wird. Tut mir leid, April. Es ist meine Schuld. Es ist okay. Sie wird um Mitternacht wieder normal sein. Candy Rays Kräfte wirken nur bis dann. Yay, das ist das coolste Halloween-Kostüm aller Zeiten. Jetzt kann ich noch hüpfen. Hängen wir eure tollen Dekorationen auf, bevor der Wettbewerb vorbei ist. Ja! Aha. Hey, gib das zurück! Was ist da los, Barky? Oh, nur Müll. Oh nein. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe eine Idee. Kommt alle her. Psst, 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 psst. Süßes oder Saures? Ich hab Hunger. Lass uns Süßigkeiten klauen gehen. Da seid ihr ja. Ihr seid verhaftet. Und der Gewinner des diesjährigen Halloweenston-Hauswettbewerbs ist... Es ist mir eine Freude, Ihnen diesen Preis fürs Halloweenstelhaus zu überreichen. Wow! Ich habe noch nie sowas gesehen. Bemerkenswert! Danke. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Was für ein Zuhause. Bella und Papa brauchen Marvel.